Ich begrüße euch zu einem neuen Money Talk Spezial und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Es ist Raik Hane. Einen schönen guten Tag. Toll, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen uns ja heute ein bisschen über Unternehmertum unterhalten, denn das ist deine Spezialität. Wir wollen gucken, wie man es als Unternehmer schafft, im Grunde genommen, sich selber ein bisschen rauszunehmen, mehr Zeit zu gewinnen und dann trotzdem erfolgreicher zu werden. Das ist ein super interessantes Thema, wie ich finde. Und das gehört natürlich auch dazu, wenn man hier, wie auf meinem Kanal, natürlich mehr Geld nachher anlegen möchte, muss man erstmal irgendwie dazu kommen, auch mehr Geld verdienen zu können. Und da hilfst du Unternehmern, Raik. Aber das machst du ja noch nicht immer. Vielleicht kannst du uns ein bisschen für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, zu deinem Hintergrund erzählen. Ja, Carola, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Ja, wo komme ich her? Aus dem Profisport. Das ist so mein Background. Meine Eltern waren früher Trainer im Leistungsbereich. Das heißt, sie haben Olympiasieger und Weltmeister geschmiedet. Und so war es bei mir halt natürlich, dass ich irgendwie auch in diesen Bereich gegangen bin. Bevor ich eingeschult worden bin, war es für mich normal, 7 Trainingseinheiten die Woche zu haben. Bin auch in Bundesförderung der Leichtathletik gewesen, solchen Sachen. Mit 12 dann der große Bruch, habe eine schwere Herzbeutelentzündung bekommen, damit ist mein Traum buchstäblich geplatzt, habe dann aber kurze Zeit später mit Breakdance angefangen und mich da auch sehr gut entwickelt, bin dann mit 17 zu meinem eigentlichen Profisport, dem BMX Flatland, gekommen, so wie Kinderfahrradfahren mit coolen Tricks in der Ebene. Habe es da relativ weit gebracht mit DM, EM und WM-Titeln und das ist letzten Endes so der sportliche Background und das Unternehmerische begann bei mir auch sehr früh mit 12 der ersten Breakdance-Truppe, ne, da haben wir Leute irgendwie angerufen, Kaltakquise gemacht und versucht dort erste Auftritte zu bekommen und mit 16 meinte meine Oma zu mir, Raik, du wirst nicht immer nur Sport machen können, du brauchst einen Plan B. Ja, was soll ich machen? Geh mal los, kauf dir ein Buch und dann schau mal, was du werden willst. Und ich hasse Lesen nach wie vor. Ich bin eher der auditive Typ. Ich habe privat kein einziges Buch. Und deswegen bin ich losgewackelt, habe mir dann so ein Buch geholt. Und da ging es um die Schattenseiten der Unternehmensberatung. Und für mich stand da wie noch was anderes drin. Nicht nur, wie furchtbar Unternehmensberater sind, sondern wenn man etwas lernt, kann man das anderen Menschen weitergeben. Und dann kann man auch Geld damit verdienen und sich eine Perspektive aufbauen. Und genau das habe ich gemacht, mit 16 Entschluss gefasst, Unternehmensberater zu werden, habe dann Steuerfachangestellter gelernt, dual BWL studiert, viele Praktikas gemacht in Unternehmensberatung und habe mich damit 21 selbstständig gemacht und jetzt fast forward, jetzt bin ich 34, wir haben den größten Unternehmer-Podcast in der gesamten deutschsprachigen Region, erreichen mehr als 100.000 Unternehmer jeden Monat und ich habe eine digitale Unternehmensberatung mit einem tollen Team, wo wir vor allem kleinsten Unternehmen helfen können, Zugang zu Wissen zu bekommen, damit sie sich mehr aus dem Unternehmen rausziehen. Ja, und deinen Podcast, den verlinke ich natürlich auch für alle hier mal unter dem Video, wer da mal reinhören möchte, also sich wirklich weiterentwickelt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich mich in der Trainer-Coach-Szene umgucke und auch in der Beraterszene, das sind viele oder einige Sportler, gerade Hochleistungssportler. Also hast du den Eindruck, dass diese Disziplin, die man so lernt, wenn man als junger Mensch eben im Sport unterwegs ist, dass dir das auch hilft, ein erfolgreicher Unternehmer zu sein? Auf jeden Fall. Es gibt sogar Studien darüber, die es ein Stück weit versucht haben nachzuweisen, was ist eigentlich aus den ganzen Profisportlern geworden. Und es gibt eine Feststellung, dass knapp 60% der Leute, die früher im Leistungssport aktiv waren, es auch im späteren Berufswesen zu überdurchschnittlichen Erfolg vergleichsweise schaffen. Und am Ende des Tages, wenn ich das jetzt so nach über 700 Podcast-Folgen und Interviews reflektiere, die herausragendsten Unternehmerpersönlichkeiten, die ich kennengelernt habe, haben exakt dieselben Kerneigenschaften bei sich selbst beschrieben wie die Olympiasieger oder Weltmeister, die ich interviewt habe. Das heißt, das ist schon sehr, sehr gleich. Wobei ich glaube, dass eine Sache einen extremen Unterschied bildet. Und zwar als Sportler bin ich vor allem immer auf mich selbst getrimmt. Das heißt, selbst wenn ich Teamsport mache wie Fußball oder Handball, geht es immer darum, dass ich performen muss. Als Unternehmer schaffe ich Systeme. Und das ist für mich, glaube ich, die große Herausforderung, die man auch als Profisportler dann letzten Endes irgendwann besiegen muss, dass nicht mehr ich der Mittelpunkt meines Schaffens bin, sondern dass ich ein System, eine Struktur baue, in der das auch ohne mich funktioniert. Und ja, bei uns hat das okay funktioniert und jetzt geben wir das anderen Menschen entsprechend weiter. Meine Kinder haben irgendwie ihre Sportkarriere alle relativ schnell an den Haken gehängt. Ich hoffe, aus denen wird was. Also die müssen das vielleicht, diese ganze Struktur erstmal lernen. Denn das ist, glaube ich, wenn ich dich richtig verstehe, auch dein Geheimnis. Und das ist auch das, was du Unternehmern weitergibst. Also als ich dich kennenlernte, war eigentlich der Satz ganz schön und einprägsam. Du bist wahrscheinlich noch ein Einzelkämpfer und ich mache dich jetzt zum Unternehmer, sodass du das Ganze ein wenig anders aufteilen kannst. Wie würdest du das denn so in Kürze zusammenfassen, was du in den Unternehmen machst, die du berätst, was du mit den Unternehmern machst, die du berätst, dass sie mehr Zeit bekommen und effizienter werden können?
Genau, also eine Sache, die vielleicht wichtig ist, ich bin in Anführungsstrichen das Gesicht und der Stratege in dem ganzen Thema. Wir haben über 20-köpfiges Team, das im Hintergrund letztens auch die Umsetzung macht. Das glaube ich mal ganz wichtig. Es hängt also nicht nur von mir allein ab, wir haben viele Experten in einzelnen Bereichen. Das Entscheidende ist, aus meiner Sicht sind es vor allem vier Schritte. Das erste ist, du brauchst eine klare Vision und die meisten haben nicht so sich mal hingesetzt und das mal aufgeschrieben. Deswegen starte ich damit immer sehr einfach. Mir geht es wirklich darum, dass du deinen perfekten Unternehmertag einmal definierst. Das heißt, dass du gedanklich dich in eine Welt begibst, wo du alles erreicht hast, wo alle Ressourcen zur Verfügung stehen, wo du alle Dinge, die dir irgendwie wichtig sind, schon hinter dir hast. Und die Frage ist, womit verbringst du dann noch deine Zeit? Und aus diesem Gedankengang starte ich dann quasi erst mit den Leuten, sage, hey, wie sieht deine Ist-Situation aus und wie können wir das, was du dir wünschst, in deine jetzige Realität entsprechend runterbrechen? Weil als Marathonläufer, wenn du die ganze Zeit laufen würdest und immer nur auf deine Füße guckst, dann wirst du auch niemals die Geschwindigkeit aufbringen, als wenn du weißt, hey, ich muss 42 Kilometer durchhalten, das ist mir klar, aber ich weiß auch ganz genau, wo der Weg ist und welche Leitplanken links und rechts von mir sind. Der zweite Part, der wichtig ist, man muss das Thema Verkauf einfach auf ein absolut überdurchschnittliches Level bringen, denn wenn ich genügend Liquidität habe, bin ich auch entsprechend handlungsfähig. Ja, das, was bei den meisten einfach auch ein Engpass bildet, das heißt, die Auftragslage, Liquiditätslage ist nicht so gut, als dass sie entsprechend in Ressourcen investieren können. Wenn ich das gelöst habe, geht es um das ganze Thema Mitarbeiter. Wie kann ich dort Effizienzen entsprechend aufbauen und mit den Menschen zusammenarbeiten, die mich auch wirklich voranbringen und den Rest durch Maschinen lösen lassen, die entsprechend ja, meistens viel einfachere Aufgaben lösen können und wo habe ich entsprechend Menschen, die dort den größten Hebel haben. Und der letzte Punkt sind einfach Prozesse. Das heißt, wenn ich genau weiß, was mit den Kunden vorne passiert, ein Team habe, das es entsprechend abwickeln kann, wie ist das Ganze so sauber strukturiert, dass ich letzten Endes wie eine Fabrik habe und man kann aus jedem Unternehmen eine Fabrik machen. Man braucht einfach nur die richtigen Strukturen und Prozesse und das ist letzten Endes dieser vierstufige Plan, wo wir die Leute durchführen. Wenn du mit diesen Unternehmern sprichst, wie häufig erlebst du das denn, dass das wirklich so Einzelkämpfer sind und dass das eben Leute sind, die, wie du es ja auch gerade eben sagtest, wie so Sportler, wie so Hochleistungssportler, eigentlich gewohnt sind, immer alles schnell alleine zu machen und dann die Schwierigkeiten bekommen, wenn du denen beispielsweise auch vorschlägst, dass sie abgeben sollen, dass sie also auch Verantwortung abgeben sollen. Ist das ein Knackpunkt in deiner Beratung? Absolut. Sehr, sehr gute Frage. Das ist letzten Endes bei 99% der Leute im kleinen und mittelständischen Umfeld der Hauptpunkt, warum die meisten im klassischen selbstständigen Modus bleiben. Und jetzt muss man einfach sagen, dass das Thema Selbstständigkeit auch sehr, sehr groß sein kann. Ja? Wir haben auch Selbstständige betreut, die machen 10 Millionen Jahresumsatz. Problem ist, hängt alles von einer einzigen Person ab. Ist diese Person nicht mehr da, bricht das ganze System zusammen. Und da sehe ich halt immer die große Gefahr. Das heißt, unser Ziel ist es, den Unternehmern selbst Freiheit zu geben, Sicherheit zu geben, damit das ganze System auch ohne sie funktioniert. Das heißt nicht, dass jeder sein Unternehmen gleich verkaufen muss, aber einfach die Sicherheit zu haben, dass man die Strukturen so prägt, dass es auch ohne einen geht, das ist letztendlich das, was Spaß macht. Und das ist zum Anfang ein rein gedankliches Thema, aber dafür haben wir, wie gesagt, eine Struktur geschaffen und eine sehr einzigartige Methode, die simpel ist und wie ein Trainingsplan einfach nur entsprechend einer Abfolge unterliegt. Und wenn man sich an diese Abfolge hält, kann man sich eigentlich gar nicht dagegen wehren, dass man diese Sicherheit auch bekommt. Ja, das ist spannend. Das ist spannend. Ich glaube, das ist für sehr viele Unternehmer, die ja auch so Alpha-Menschen sind, ob nun Männer oder Frauen, eine ganz furchtbare Vorstellung, dass man da also irgendwas abgeben muss und irgendwie sich ein Team zusammensucht. Weil das ist, glaube ich, der zweite wichtige Punkt, oder die Mitarbeiter zu finden. Ich höre das immer wieder, dass das eigentlich eine wahnsinnig schwierige Sache ist. Und ich gebe zu, auch ich habe in meinem Umfeld hier, in meiner Redaktion, in meinem ganzen Arbeiten immer wieder natürlich dieses Problem, die passenden richtigen Leute zu finden. Gibt es da so ein bisschen, ich sag mal, so Geheimtipps oder irgendwas, wie man von vornherein vielleicht feststellen kann, ob jemand zu einem passt? Also, ich würde es jetzt nicht den Geheimtipp nennen. Am Ende des Tages ist es bei uns ja ähnlich wie bei dir. Wir kuratieren Wissen und machen es halt einfacher und zugänglicher und packen es letzten Endes in Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich glaube, das Wichtigste ist, gerade heutzutage, und das hat auch Corona gezeigt, wo viele ihren Job gekündigt haben, ohne etwas Neues zu haben. Das gab es in den letzten 30 Jahren der Berufsbranche, gab es das noch nicht, dass Leute einfach ihren Job kündigen und sagen, ich habe zwar nichts Besseres, aber das will ich nicht mehr machen. Und der Trick, der, glaube ich, der wesentliche Schlüsselfaktor ist für den Erfolg eines Unternehmens, ist, dass ich eine so klare Vision habe, dass die Menschen unmittelbar darauf einkaufen können und merken, ob mich das anzieht oder nicht. Bei uns zum Beispiel, wir haben das Ziel, 1 Million Unternehmer zu erreichen und sie noch besser zu machen. Das ist ein wahnsinnig großes Ziel, wo man einfach weiß, hey, das schaffe ich nicht alleine. Und deswegen brauche ich einfach Unternehmer und entsprechend unternehmerisch denkende Personen im Team, die mich dabei unterstützen. Und wenn ich so eine klare Vision habe und mich selbst auch dieser gegenüber verpflichte und auch mit Leitbild vorangehe, dann ziehe ich damit auch ganz klar die Menschen an, für die das interessant ist.
Und was ich auch noch einen zweiten wichtigen Aspekt finde, ich muss auch einfach fleißig sein. Die meisten Leute suchen Mitarbeiter dann, wenn sie gebraucht werden. Und letzten Endes, wenn ich mit dem Rücken an der Wand stehe, dann nehme ich natürlich auch jeden und bin da viel kompromissbereiter. Wenn man das ein bisschen mit Weitblick sich anschaut und einfach regelmäßig mal Gespräche führt oder auch Leute, gerade jetzt bei Social Media, einfach mal sagt, hey, ich suche Leute, du kannst dich auch einfach mal initiativ bewerben oder hey, welche Fähigkeiten hast du, die vielleicht zu meinem Unternehmen passen und in der Lage ist, solche Gespräche auf regelmäßiger Basis zu führen, findet man auch sehr, sehr schnell Leute, die interessant für einen sind, weil am Ende des Tages muss man ganz klar sagen, ich stelle Mitarbeiter ja auch immer nur dann ein, wenn ich genau weiß, dass er sich relativ schnell amortisiert. Egal ob in der Verwaltung oder im Vertrieb. Mein Ziel ist natürlich, dass ich relativ schnell diesen Mitarbeiter so ins Laufen bekomme, dass er auch entsprechend wieder Gewinne abwirft. Und unter diese Einstellung Personen zu suchen und dann zu gucken, wie kann ich die so weiterentwickeln, dass sie sich auch 100% wohlfühlt, das ist ehrlicherweise nur eine Fleißaufgabe. Und ein ganz interessanter Aspekt, den du gerade angesprochen hast und ich glaube, der durch Corona jetzt auch nochmal besonders wichtig geworden ist, dass viele Menschen ihren Job verlassen haben, egal ob sie was anderes hatten oder nicht. Mein Gedanke, und den habe ich auch in den letzten 1-2 Jahren für mich so immer weiterentwickelt, die Möglichkeiten, die wir heute alle haben, durch die sozialen Netze, durch das Internet, durch die Online-Möglichkeiten, sich selber auch ein Business aufzubauen, selber, wie man das jetzt so schön neudeutsch sagt, zu einem Creator zu werden oder mit dem Wissen, das man hat, dann auch wirklich ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Ich glaube, die sind so gut wie nie zuvor. Also nutzt ihr auch viele Online-Möglichkeiten, um eure Selbstständigen weiterzuentwickeln zu Unternehmern? Absolut. Das Witzige war für uns, als Corona kam, war so, oh mein Gott, alle müssen ins Homeoffice. Wir arbeiten halt schon die letzten 5 Jahre komplett remote. Ja, weil ich einfach, ne, ich bin selber Familienvater, habe 2 Söhne, 1 Jahr und 5 Jahre alt. Ich möchte gar nicht so viel hin und her fahren oder irgendwelche Hotelübernachtungen haben und permanente Reisen. Das heißt, ich für mich persönlich habe mein Leben schon so gestaltet, dass es möglichst effizient und einfach funktioniert. Und dann nutzen wir alle Schweinereien, die die Online-Welt letzten Endes zur Verfügung stellt. Und vielen ist halt auch gar nicht diese Macht einfach bewusst. Ja, also einfaches Beispiel, ja, wenn ich solche Sachen wie Kalendertools nutze. Das heißt, ich habe einen Link, wo mein Kalender entsprechend geteilt wird. Ich halte entsprechend vorher Zeiten fest. Und dann können die Leute sich dort entsprechend Termin bei mir buchen. Das nimmt einem ganz, ganz viel Arbeit ab. Ja, wir haben jetzt gerade einen Steuerberater in der Betreuung, der hat allein 40 Stunden pro Monat nur mit der Terminkoordination verbracht. So, das heißt, eine Woche im Monat hat er nur dafür gearbeitet, wann er wie, wo, welche Termine hat. Nicht mit dem Umsetzen der Termine. So, und da haben wir jetzt für ein Tool, was wirklich ein Apfel und ein Ei kostet, konnten wir so ein Thema auflösen. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs und ein kleines Werkzeug, so gehen wir halt durch den ganzen Unternehmeralltag durch und können relativ schnell auch spannende Ergebnisse erzielen, dass die Leute einfach viel mehr Zeit haben, weil wir eben entsprechend die richtigen Personen oder Technologien einsetzen. Raik, ich weiß, du wolltest auch unser erstes Gespräch über so einen Calendly-Link machen und ich fand das ganz schrecklich, weil ich dachte, wenn er mit mir reden will, dann soll er mir doch sagen, wann er Zeit hat und nicht, dass ich so über so eine Software gehe. Aber ich fange auch an, diese Tools tatsächlich zu benutzen und merke auch, welchen Vorteil sie bringen. Also ich bin völlig bei dir, wenn du sagst, dass es da also ganz tolle Möglichkeiten gibt. Und ich liebe auch meinen Remote-Arbeitsplatz, gar keine Frage. Ich danke dir, dass du heute da warst. Das waren wirklich ganz spannende Einsichten und ganz spannende Ideen. Ich verlinke hier natürlich mal deinen Podcast unter dem Video für all diejenigen, die sich dafür interessieren. Eine Erfolgsstory, die du da aufgebaut hast, wirklich über die Jahre so einen riesigen Unternehmer-Podcast zu gestalten. Ich drücke dir die Daumen, dass es genauso erfolgreich weitergeht und danke dir erstmal für heute. Dankeschön. Vielen Dank dir.